grüß Gott aus dem Kempinski Hotel Berchtesgaden im Zimmer 261. Ich bin hier heute Abend zu einer Restauranteröffnung eingeladen. Das Haus hier hat ein Restaurant neu, frisch renoviert und eröffnet es heute. Und ja, dann zeige ich euch doch mal mein Zimmer. Das ist hier so der Flurbereich. Und da haben wir hier den Schrank schon mal neben der Tür. Da hängt schon mal meine Jacke. Und ja, so Pantoffeln und Schuhputzzeug, Regenschirm und so weiter, genügend Bügel und Bademäntel sind da. Dann ist hier schon mal die Kofferbank und hier ist ein zweiter Schrank, auch mit schönen Bügeln und Bügelbrett. Waage, wenn ich in einem Hotel bin, möchte ich doch keine Waage haben. Dann noch eine Wellness-Tasche für den Spa-Bereich. Und dann gehen wir noch mal ins Badezimmer. Das ist super schön. Sensationell große Badewanne. Auch ein angenehmes Waschbecken dort. Die Dusche. So richtig schön vom Überkopf. Mit ganz viel Platz in der Dusche. Sogar mit einer Sitzbank. Und hier ist die Toilettenkabine. Auch sehr schön. Genau. Ja, dann wollen wir doch mal ins Zimmer gehen. Dann haben wir hier die Minibar. Das ist hier wohl unten der Kühlschrank. Genau. Mit Moët Chandon Champagner. Den brauchen wir jetzt heute nicht. Aber schaut gut aus. Und dann ist hier einfach die Kaffeemaschine drin. Das ist perfekt. Schön versteckt und gut untergebracht. Da haben wir dann hier einen Fernseher und einen schönen Anrichter eigentlich. Sehr, sehr elegant gemacht. Und der Tisch mit Couch und Sessel und schön viel Obst und leckeren, süßen Spezialitäten aus der Patisserie. Herzlichen Dank dafür und auch ein Willkommensgruß. Aha, herzlichen Dank. Lese ich mir gleich mal durch. Ja, und da ist hier das sensationell große Bett. Ja, sieht doch perfekt groß aus. Das ist doch schön. Und da werde ich mich doch gleich mal drauf flitzen. Herrlich. Und dann müsst ihr mal hier diesen Blick anschauen. Der ist doch einfach gigantisch schön. Wow. Großartig. Da hätte man gleich Lust, Ski zu fahren. Da unten ist der Skilift, aber der ist leider aus jetzt. Zum einen wegen der Uhrzeit, zum anderen liegt wohl noch zu wenig Schnee, um ordentlich Skifahren zu können. Aber ansonsten sind ja die nächsten Lifte nicht weit. Und das ist so der abendliche Himmel vom Obersalzberg in Berchtesgaden. Ja, dann werden wir dieses Zimmer doch mal genießen. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao. Ich könnte jetzt sagen... Stopp. Ganz gut.